Aufs Stoff? Ja, richtig. Alles, was du brauchst. Alkohol, Stims in jeder Geschmacksrichtung. Oder suchst du vielleicht den besonderen Kick? Der alte Doc kann dir alles besorgen. Wenn deine Venen jucken, ist er dein Mann. Warum nennt man dich Doc? Ist das nicht offensichtlich? Ja. Siehst du? Ein bisschen Cola und ich mach dich wieder fit, hä? Du hast wohl zu viel von deinem Stoff gekostet. Ich nehme nichts von meinen Stims. Der alte Doc ist Händler, kein Kunde. Das glaubt dir doch nur ein Toter. Ich sage die Wahrheit. Der alte Doc sagt immer die Wahrheit. Es gab eine Zeit, in der war der alte Doc normal. Ich hatte einen Unfall. Als die Outlaws wollten, dass ich mit Stims experimentiere, sagen wir einfach, es gab einen Unfall. Es war das letzte Mal, dass ich versucht habe, Stim-Konzentrate herzustellen. Oder sie pur zu nehmen. Ein Gutes hat es allerdings, ich werde nie wieder Stims brauchen. Was hast du anzubieten? Im Moment nichts. Ich wurde beklaut. Weißt du, wer dich beklaut hat? Nein, keine Ahnung. Ich war nur kurz weg. Etwas erledigen. Jetzt muss der alte Doc erstmal wieder genug Stoff herstellen, bevor er euch wieder beliefern kann. Was wurde dir geklaut? Alles. Der gesamte Vorrat. Weg. Einfach weg. Alles weg. Puff. Aber du könntest mir helfen. Wenn du etwas bei mir kaufen willst, dann musst du den Dieb finden. Finde ihn. Finde den Dieb. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Geh zu den Damen. Die Damen wissen alles. Cindy weiß am meisten, da bin ich mir sicher. Frag sie, sie wissen viel, sehen viel, hören viel. Geh zu ihnen und frag sie. Frag sie gut aus. Möglich, dass sie den Dieb kennen? Das kann ich bestätigen. Die Ladies sind nicht gerade auf den Kopf gefallen. Bastardo. Okay. So, jetzt gehen wir mal darüber. Und dann ist da noch irgendwo eine Brücke. Was habe ich denn jetzt markiert? Ja, doch hier. Das hier. Okay. Ich bin da. Was haben wir hier? Big Jims Kampflehrer. Bist du? Ein Niemand. Ah ja, hier ist also Kartenlandschaftsmechatroniker. Boah, ich bin über jeden Charakter froh, über dem jetzt aktuell nur Outlaw steht. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich kann kein Klebeband mehr aufheben. Ist das ein Bug? Kann das sein? Hier ist eine Workbank. Geldbündel nehme ich mit. Komisch. Lila Lagerfeuer. Zack. Resistenz gegen Strahlung. Ja, brauche ich nicht. Und erhöht die Rüstung für 40 Sekunden. Ich finde, sowas lohnt sich nicht, ne? Plus 170 Gesundheit. Oh, okay. Mach ich auch.
Ich zerkoch mir alles. Hier ist Garten. Heilpflanzen. Ich nehme alles mit. Solange was für ein Gemüsegarten. Nicht illegal ist. Mal einer, nur die Berserker hätten einen grünen Daumen. Aha, ja, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, wohin das hier läuft. Hauptsache Cannabis, ne? Ach Leute. Liebe Kinder, sagt nein zu Drogen. Es ist echt scheiße groß hier. Ich wollte das nur mal erwähnt haben. Viel Elixid. Okay, die Viecher hier machen mich ein bisschen nervös. Da liegt doch ein Buch. Ein zahmer Schakal. Ich glaube, wir können auch Tiere zähmen, ne? Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Vorausgesetzt, wir werden bei den Outlaws tätig, glaube ich. Wer bist du? Outlaw. Nö. Nichts Interessantes. Ihr wollt sehen noch wichtig aus da vorne. Vielleicht. Ich saß gestern Nacht. Hier bloß niemand. Sei lieber leise. Sonst kann es schnell passieren, dass du als Staubfänger vor den Mauern endest. Verstehe Anna die Frauen. Ja, Chad war vor einer Woche hier, ist aber wieder abgehauen. Hast du auch erfahren, wieso? Du weißt doch, dass er Angst vor Frauen hat, oder? Ja, aber das ist doch kein Grund, die Beine in die Hand zu nehmen. Ich kann dich sehen. Man hat ihn dabei erwischt, wie er an der Unterwäsche der Prostituierten geschnüffelt hat. Zum Teufel stimmt mit dem Kerl nichts. Keine Ahnung. Aber wir müssen ihn finden, bevor er noch sein eigenes Grab schafft. Was machst du da? Es also bei den Klerikern. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht. Bohnenliebe. Ich bin mal... Trink nicht so viel. Oder ich schicke dich zum Madbomb. Gibt das irgendeinen Sinn? Ich hab die Scheiße so satt. Wenn dir der Sand der Scheißwüste in der Kehle kratzt und du was trinken willst, sprich mit meinem Barkeeper. Wenn du anschreiben lassen willst, vergiss es. Und wenn du frei vögeln willst, dann such dir einen Schakal. Hab ich was vergessen? Genervt? Ja. Die eine Hälfte der Leute hier im Fort sind Aasgeier. Und die andere Hälfte sind Halsabschneider. Dazwischen ich. Hier über die Runden zu kommen ist nicht leicht. Also, was willst du? Bist du hier der Boss? Früher war es Baxter. Jetzt ist es der Duke. Mir gehört nur das Vergnügungsviertel. Wenn du also Spaß in dieser trostlosen Wüste suchst, dann bist du hier genau richtig. Aber denk bloß nicht daran, hier die Zeche zu prellen. Mad Bob ist ein guter Freund von mir. Wenn du hier Scheiße baust, dann hetze ich ihn dir auf den Hals. Wieso nennt man ihn Mad Bob? Niemand sollte ihn so nennen, denk immer daran. Er hasst es bis aufs Blut, Mad Bob genannt zu werden. Wenn du also nicht sehen willst, wie dein Blut in den beschissenen Wüstenboden sickert, dann solltest du dir das tunlichst verkneifen. Wieso sind die Outlaws noch immer in der Wüste? Wir mögen es hier. Auch wenn ich von der Hitze und dem ganzen verschissenen Sand echt die Schnauze voll habe. Kein gesunder Mensch will hier leben. Das bedeutet aber auch, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir wollen die alte Welt gar nicht zurück mit all ihren Regeln und Gesetzen. Ich brauche Arbeit. Vergiss es. Ich könnte zwar noch ein paar Schläger gebrauchen, aber ich habe momentan nicht die Splitter dafür. Wenn du dir etwas dazu verdienen möchtest, dann geh zu William. Er ist der momentane Vorsteher über das Fort. Bei ihm hast du vielleicht Glück. Es ist nicht so einfach, Arbeit zu finden in dieser verdammten Wüste. Big W.
William. Bring mir etwas bei. Na gut. Ja gut, können wir nicht. Wir haben irgendein Tondokument gefunden. Was kann ich gegen dich tun? Ey, das ist mein Spruch. Gibt es ein Problem? Kein Problem. Wenn du etwas kaufen willst, komm zu mir. Bei allem anderen, sprich mit Chloe. Okay, danke. Hör auf mit dem Unfug! Schnauze. Das ist nicht illegal, also lass mich in Ruhe. Privat? Ich bin dann mal weg. Okay, tschüss. Wo geht's denn hier jetzt hin? Ja, hier ist private Gemächer. Knochenmarkbrühe habe ich schon. Ich nehme hier nichts raus. Nur mal gucken. Alter Waffentestbericht. Setzerfut, okay. Oh, Schwefel. Schwefel. Bestimmt eine gute Idee hier zu sein. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Mindestens 5 Tote. Da hinten steht einer. In der Gegend rum. Die muss ich leider alle einsammeln. Mindestens 5. Das sind aber viel mehr. Durch, die ist was abgestürzt. Darf ich mal durch? Oh, es ist die Leiche runtergefallen. Ist das dein Ernst? Kann ich nicht seine Rüstung mitnehmen, Mann? So Fallout-mäßig. Hab nichts ausgerüstet. Eine Motorklinge hatte ich hier. Toll. Du wolltest zwei waren. Scheiße. Guten Tag. Scrappy. Hast du vielleicht was zu fressen für mich? Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest.
Hier. Danke, mein Freund. Das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Wovon ernährst du dich hier? Na, rate mal, Jungchen. Von dem Müll, den die feinen Herren oben im Fort hier runterschmeißen. Meistens lässt es sich davon ganz gut leben. Und wenn sich mal was Brauchbares findet, das man nicht essen kann, dann tausche ich es ein. Ich handle regelmäßig mit Ryder. Der lebt auch hier draußen. Da er Jäger ist, gibt es auch für mich ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch auf den Teller. Da fällt mir ein, er bekommt noch etwas von mir. Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Wer ist Ryder? Hab ich doch schon gesagt. Er ist ein Jäger, der hier draußen jagt. Ich handle mit ihm. Meistens weggeworfene Stims gegen Fleisch. Manchmal auch anderen Müll, den ich hier finde und den er zu Kohle machen könnte. Falls du ihn suchst, du findest ihn südlich von hier. Er hat dort irgendwo sein Jagdrevier. Was bekomme ich für deinen Botengang zu Ryder? Ich hab nicht viel, was ich dir geben könnte. Jedenfalls keine Splitter. Ich habe allerdings eine Menge Zeug aus dem Müll hier gesammelt. Wenn du das für mich tust, kannst du dir etwas aussuchen. Ich gehe für dich zu Ryder. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich bin froh für jeden Gang, den ich nicht machen muss. So eine Wanderung durch die Wüste ist nichts mehr für mich. Ja, nimm die Bezahlung für Ryder und bring mir mein Fleisch. Dann bekommst du deine Belohnung. Okay, danke. Dann kann ich mir hier was aussuchen. Ich hoffe, du meinst nicht den Presslufthammer. Okay, ich will diese Leichen haben. Oh. Ein hydraulisches Gelenk erhalten. Ich habe gerade irgendeine Quest aus Versehen abgeschlossen. Ja, du komm her. Ja, du musst nicht mitkämpfen. Komm her, du Mistvieh. Kann sein, dass wir ein bisschen mehr Schaden jetzt machen? Und sieht das so aus? Sehr, sehr gut. So, schnell speichern und können wir die restlichen Leichen plündern. Ich kann mich, glaube ich, dunkel an diese Quest erinnern mit diesem komischen Gelenk. Ich mag bis jetzt die Waffe auf jeden Fall. So, gibt es hier noch irgendwas? Wahrscheinlich bin ich gleich tot, ne? Da liegt. Ich muss aufpassen, hier liegen ja Minen. Die haben hier alles vermint. Ich muss wieder hoch, ne? Irgendwie. Jetzt hau ein Roll. Gut, dass wir hier nachgegangen sind. Hm, ich auch. So laut. So. Da sind wir wieder. Guten Tag. Was ist hier passiert? Will ich gar nicht wissen. Mir auch egal. Ach so. Was ist das denn da? Da bin ich mir sicher. Was
Reagiert ihr denn alle immer gleich so angezeckt, ey? Was ist denn mit euch? Das habe ich schon ganz anders gemacht. Junge, Junge, Junge. So, groß ist niemand. Cutter. Wer ist denn Cutter? Halt! Nicht so schnell! Was willst du hier im Vor? Bin schon lange drinne. Da gehe ich auch nichts an. Das geht dich nichts an. Alles klar, Großer. Du scheinst ja super hierher zu passen. Meine Aufgabe ist es, alle Leute aufzuhalten, die nach Ärger aussehen. Aber du siehst nicht schlimmer aus als die meisten anderen hier. Außerdem habe ich keine Lust auf Stress und würde am liebsten einfach nur in der Sonne braten. Von daher kannst du dich hier frei bewegen, wenn es nach mir geht. Danke. Was gibt es hier im Fort zu sehen? Das Fort ist in 4 Bezirke unterteilt. Es gibt das Vergnügungsviertel, das wird von Chloe geleitet. Das Schrottviertel wird von Mad Bob überwacht. Geht ihm besser aus dem Weg, der spinnt irgendwie. Das Kämpferviertel gehört zu Blake oder war es Big Jim? Bin mir nicht mehr sicher. Und zuletzt das Händlerviertel, das geleitet wird von, habe ich auch vergessen. Die Bosse hier wechseln teilweise schneller als ich meine Unterhose. Die einzige Konstante ist der Duke. Der steht über allem. Was machst du hier, wenn du sowieso jeden durchlässt? Tja, das frage ich mich auch. Der Konverter steht auf der anderen Seite des Lagers. Hier kommt sowieso nie jemand durch. Meine Arbeit könnte auch ein Roboter erledigen. Also, wenn du zufällig auf deinem Weg einem Roboter begegnest, der gerne Tore bewacht, schick ihn zu mir. Was hat deine Aufgabe hier mit dem Konverter zu tun? Wenn die Alps angreifen, dann mit Sicherheit von dort, wo sie ihren Konverter stehen haben. Immerhin wollen sie doch einen schönen kurzen Weg, wenn sie unsere Männer verschleppen, um ihnen im Konverter das Elex auszusaugen. Deswegen ist das Tor drüben so gut gesichert. Durch das Tor hier kommt nie jemand. Fast schon sinnlos, es zu bewachen. Wie gesagt, eigentlich die Aufgabe eines Roboters. Bezahl mich und ich besorg dir einen Roboter. Ist das dein Ernst? Nein. Ich kann mich doch nicht von einem Roboter ersetzen lassen. Oder? Wieso nicht? Lass mich überlegen. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Die Kleriker machen sowas doch dauernd. Wieso wir nicht? Den ganzen Tag herumliegen und einen Roboter seine Arbeit machen lassen? Klingt eigentlich sehr gut. Irgendeine Idee, wie wir das anstellen wollen? Ich meine natürlich nur, wenn du mir helfen willst. Nein, hast du eine Idee? Ich denke, wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir die Hilfe von Elmer. Aber vorher brauchen wir das KI-Modul einer Drohne, das Elmer für uns umprogrammieren kann. Wenn du mir dabei helfen willst, bekommst du natürlich auch was von mir. Wie wär's mit 10% meines Lohns? Ich muss schließlich nicht mehr selber arbeiten danach. Ich werde ein KI-Modul für dich finden. Ich habe nicht weit von hier eine Drohne gesehen. Sie sah aus, als hätte sie jemand dort zurückgelassen. Hat vermutlich keine Befehle mehr oder ist kaputt. Auf jeden Fall hat sie sich nicht bewegt. Ich gebe dir die Koordinaten. Geh zu ihr und bring ihr KI-Modul her. Dann sehen wir weiter. Ja, zufällig weiß ich, wo das ist. Ist die Drohne so weit weg, dass du mir die Koordinaten geben musst? Also, eigentlich nicht. Ich kann dir den Weg auch beschreiben, wenn du willst. Siehst du den Leuchtturm da hinten? Wenn du von hier aus geradeaus auf ihn zugehst, stößt du schnell auf eine Felswand. Wenn du davor stehst und dich nach rechts drehst, müsstest du in einen Canyon schauen. In diesem Canyon habe ich die Drohne gesehen. Oh, okay, doch nicht das, was ich dachte. Oder? Okay.
Meine Güte, was es hier noch alles gibt. Ich habe den großen Big Boss immer noch nicht gefunden, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, okay, hier sind die Mädels. Okay, da würde ich sagen, die, die gönnen wir uns in der nächsten Folge und im nächsten Stream, würde ich sagen. Bis dann sage ich dann, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Elex und bis zur nächsten Folge. Ich bin Demechaniker und ich bin raus.